Vor ein paar Wochen immer wieder die Herrschaften von der Stadträte. Da war Vorreiter, war es glaube ich, eine Stadträtin der Grünen, genau, die immer wieder aufgerufen hat, um gegen uns zu demonstrieren. Da waren glaube ich auch 26, 28 unterschiedliche Institutionen, Parteien, IG Metall, DGB. Ich glaube, katholische Kirche war dabei, die evangelische Kirche war dabei, dann, ich glaube, die Grünen Jugend, halt alles, was irgendwie eine Abkürzung hat, haben ja zur Gegendemonstration aufgerufen. Und da sind, soweit ich mich erinnern kann, 250 Leute da zusammengekommen. Die sind Richtung Stadt gezogen und irgendwann unterwegs haben, glaube ich, die auch versucht, eine Polizeisperre zu durchbrechen. So viel zu Demokratie und Staatsfreundlichkeit der Gegendemonstranten. Aber da hört man ja auch von der Stadt gar nichts mehr. Das heißt, man hat von der Bürgermeister nichts gehört, dass da linke, sogenannte antifaschistische Gruppierung unterwegs waren und ja, versucht haben, die Polizeikette zu durchbrechen. Oder als die sich auf dem Wilhelmsplatz getroffen haben und irgendwelche Lieder, polizeifeindliche Lieder gesungen haben und irgendwie spielen lassen haben. Aber das ist ja alles okay, weil die gehen ja, genau, das sind ja gute Demonstranten. Wir sind ja die bösen Demonstranten, die sind die guten Demonstranten. Also das passt. Jawohl! Und ich habe mir in letzter Zeit einige Gedanken gemacht und begonnen, mich kritisch zu hinterfragen. Mir ist bewusst geworden, auf welchem Irrweg ich mich befinde und dass ich in den letzten Monaten viele Fehler gemacht habe. Mir ist bewusst geworden, dass ich andere Menschen mit verstörenden Aussagen Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung provoziert habe, für die ich mich ausdrücklich entschuldigen möchte. Ein zentraler Punkt menschlichen Charakters ist die Suche nach Wahrheit. Wer sich auf diese Suche macht, macht sich auf den Weg.
Und auf diesem Weg trifft man natürlich viele andere Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Dieser Weg geht nicht nur geradeaus, sondern es gibt viele Abzweigungen. Hierbei habe ich mich letztlich verrannt. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und loslasse. Ich habe an die Menschenrechte, an die Grundrechte und an unser Grundgesetz geglaubt. Ich habe geglaubt, dass dies die Rechte sind, die jeder Staatsbürger gegenüber den Trägern der Hoheitsgewalt, sprich dem Staat, hat. Ich habe an die Verschwörungstheorie der Persönlichkeitsrechte geglaubt, an das Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Verbot der Folter, Schutz vom Menschenversuchen. Ich habe an die Verschwörungstheorie der Freiheitsrechte geglaubt, Recht auf Freiheit, Eigentum und Sicherheit der Person, Freiheit vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre, Unverletzlichkeit der Wohnung, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, Berufsfreiheit. Ich habe an die Verschwörungstheorie der justiziellen Menschenrechte geglaubt, wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz bei Rechtsverletzungen, Recht auf faires Verfahren von einem unabhängigen und unparteiischen Gericht, Anspruch auf rechtliches Gehör, keine Strafe ohne vorheriges Gesetz, Unschuldsvermutung. Und mein größter Fehler war es, an die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Recht zu glauben, an das Recht auf Selbstbestimmung, Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben. Ich habe mich geirrt. Ich bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mich die ganzen Monate geirrt habe. Mann, bist du naiv. Ich habe mich Theorien geöffnet, von denen ich mich distanziere. Irgendwelche kruden Verschwörungstheorien. Ich war von diesen Verschwörungstheorien, den Menschen- und Grundrechte, geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt, obwohl ich es hätte besser wissen müssen. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe den Bezug zu der Realität verloren. Das habe ich leider erst jetzt erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue. Ich distanziere mich von allen Extremen, insbesondere von den mir vorhin genannten Verschwörungstheorien. Mit manchen meiner Äußerungen habe ich Menschen vor dem Kopf gestoßen, was ich sehr bedauere. Hierfür entschuldige ich mich und bitte denen um Verzeihung. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei Herrn Professor Dr. Karl Lauterbach und bedanke mich ganz herzlich für seinen unermüdlichen Ansatz für unsere Volksgesundheit. Ab heute werde ich mich dafür ansetzen, dass er als Gesundheitsminister der Herzen seinen Posten als Gesundheitsminister lebenslang ausführen darf. Er darf es lebenslang ausführen, damit er mit seinem Fachwissen und unermüdlichen Einsatz durch die nächsten Wellen begleiten kann und uns vor den nächsten definitiv auftretenden Killer-Varianten beschützen kann. Ich entschuldige mich bei Herrn Professor Dr. Ugo Şahin und seiner Frau Özlem Türeci und bedanke mich für ihren unermüdlichen Ansatz für die Entwicklung von Impfstoffen, die unser aller Leben gerettet haben. Und was haben die dafür bekommen? Sie verfügen lediglich über lächerliche 14 Milliarden Euro, was die beiden nur, aber nur zu einer der reichsten 10 Deutschen macht. Das darf nicht sein. Ich werde ab heute alle meine Energie dazu verwenden, dass diese beiden Helden die reichsten Menschen der Welt werden. Zwar kann man das, was sie uns angetan haben, nicht mit Geld wiedergutmachen, aber das wird das Mindeste sein, was wir alle tun können. Es sind viel zu viele Helden, zu viele Namen, bei denen ich und wir uns bedanken müssen. Zu viele, um sie hier zu nennen. Wir dürften vor allem unsere Abgeordneten in Landtagen und im Bundestag nicht vergessen. Es war bestimmt nicht einfach, sich als Politiker einfach rauszuhalten und das Parlament zu entmachten,
damit unsere Regierung die vielen Verordnungen zum Schutz unseres Lebens erlassen können. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Wir dürfen RKI nicht vergessen. Das Robert-Koch-Institut und den besten Tierarzt in dem besten Deutschland, das es je gegeben hat. Die Beamten des RKI, die durch ihren Sachverstand unser Leben die letzten 2 Jahre bestimmt haben. Und vor allem bedanke ich mich bei unseren Richtern und Beamten. Unsere Richter, Juristen und vor allem die Mediziner, die alles bis dahin Gelernte, Erforschte und Geschriebene vernachlässigen müssten, um sich auf die neue Situation anzustellen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Dabei dürfen wir unsere Lehrer nicht vergessen. Die Lehrer, die gezwungen waren, unter dem Einsatz ihres Lebens mit den Kindern zu arbeiten. Obwohl wir alle wissen, dass die Kinder die Ratten dieser Pandemie, die Ursachen für den Tod vieler Großeltern waren. Diese Lehrer haben erfolgreich die Kinder 2 Jahre lang voneinander ferngehalten, haben auf die Einhaltung der Maskenpflicht und Abstandsregeln geachtet. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und wir dürfen selbstverständlich nicht die Polizisten und Ordnungsamtmitarbeiter vergessen, die unter Einsatz ihres Lebens Spielplätze eingezäunt haben oder mit undurchdringlichen Flatterband abgesperrt haben. Motorradpolizisten, die Jogger gejagt haben, weil sie keine Maske getragen haben. Polizeihubschrauberpiloten, die schlittschuhlaufende Kinder von der Eisfläche vertrieben haben. Polizeihundertschaften, die illegale Kindergeburtstage auflösen mussten. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Vergessen sind Verfolgungsjagden in Parkanlagen, bei denen Polizisten gezwungen waren, Jugendliche durch den Park zu jagen, weil sie sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Nachbarn, die auf ihre Nachbarn aufgepasst haben und sie gemeldet haben, wenn sie sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Verkäufer und Angestellte, die Maskenverweigerer zu Bericht gewiesen haben. Und zuletzt bedanke ich mich bei allen, die daran gewirkt haben, Impfverweigerer von dem öffentlichen Leben auszuschließen. Ja. Mein herzliches Dankeschön. Es gibt zu viele Helden, um die hier zu nennen. Zu viele Helden. Aber diesen braven, mutigen Helden gilt mein Dank und ich entschuldige mich bei denen für mein Verhalten in den letzten Monaten. Ich bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mich die ganzen Monate geehrt habe. Ich habe mich kruden Verschwörungstheorien geöffnet, von denen ich mich hier nochmals distanziere. Und ich bitte euch, nein, ich verlange von jedem von euch, es mir gleich zu tun. Distanziert euch, erkennt euren Fehler. So unterhaltsam geht es jetzt nicht weiter. Ich möchte was sagen zu den Briefen, die vom Gesundheitsamt Mannheim jetzt schon verschickt wurden. Die ersten Briefe des Gesundheitsamtes Mannheim an ungeimpftes Personal im Gesundheitswesen wurden verschickt. Es wurde eine Frist von 3 Wochen gesetzt, um einen Impfgenesenen oder Impfunfähigkeitsnachweis zu übersenden. Für den Fall, dass dieser Nachweis nicht erfolgt, wird die Möglichkeit eines Betretungsverbotes angekündigt. Für den Fall, dass die Echtheit des erbrachten Nachweises angezweifelt werden sollte, wird eine ärztliche Untersuchung angekündigt. Für den Fall, dass der Nachweis nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird, wird ein Bußgeld nach pflichtgemäßem Ermessen von bis zu 2.500 Euro angedroht. Das bedeutet, dass unabhängig vom Betretungsverbot
und unabhängig von der fristgerechten Reaktion auf das Schreiben des Gesundheitsamtes ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro im Raum steht, wenn wir bei der Entscheidung bleiben, diese Spritze abzulehnen. Es wird uns anders keine Möglichkeit gelassen, das zu umgehen. Spritze oder Geldstrafe und oder Betretungsverbot. Dabei entbehrt dieses Vorgehen jeder Grundlage. Die Zahlen vom RKI zeigen, dass die Wirkung der Impfung gering bis gar nicht vorhanden ist. Bei knapp 76% geimpften Personen in Deutschland waren Anfang April 71% der symptomatisch erkrankten Personen geimpft oder geboostert. Planbare Eingriffe werden storniert oder verschoben im Krankenhaus, weil zu viel Personal erkrankt oder in Quarantäne ist. Da die Kliniken aber stolz berichten, dass die meisten Mitarbeiter je nach Einrichtung zwischen 90% und 99% sich solidarisch für die Spritze entschieden haben, können die vielen Kranken beim Personal nicht alle ungeimpft sein. Das ungeimpfte Personal muss sich an der Uniklinik Heidelberg arbeitstäglich in einem Testzentrum testen. Geimpftes Personal darf das 2- bis 3-mal wöchentlich in einem Selbsttest tun. In der Uniklinik Mannheim wurden sämtliche PCR-Tests abgeschafft, da man festgestellt hat, dass das Ergebnis den Aufwand nicht lohnt. Nur eine Gruppe Menschen wurde dabei ausgenommen. Ungeimpfte Mitarbeiter. Aber denen ist ja was anderes. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich an der Uni Mannheim 5-mal täglich einem PCR-Test unterziehen. Jeden Arbeitstag. Einen PCR-Test, den man wegen Sinnlosigkeit für den Rest der Menschen dort abgeschafft hat. Und wo wir alle bezahlen von unserem Steuergeld, ich Leute. Ich sage, wer bezahlt die Scheiße eigentlich? Nicht den Nürnberg. Aber ganz egal, denn fest steht eins, wenn wir davon ausgehen oder wenn davon ausgegangen wird, dass Tests Erkrankungen frühzeitig erkennen und Ansteckungen verhindern helfen, dann ist derzeit das ungeimpfte Personal die Personengruppe, die anderen Personen schützt. Genau diese Personengruppe wird aber nun wegen des fehlenden Nachweises über eine Impfung, nach deren Gabe sich fast genauso viele Menschen mit der Erkrankung, vor der sie schützen soll, anstecken, drangsaliert, finanziell bedrängt, in ihrer Existenz bedroht. Sie erhalten ein faktisches Berufsverbot, wenn sie nicht mitmachen. Was zeigt uns das? Es geht hier nicht um Gesundheit, es geht hier nicht um Schutz, es geht um Macht, es geht um Schikane, es geht darum zu zeigen, wer hier stärker ist. Sauerei ist es! Aber von mir aus können Sie das haben, die Leute, die sich an dieser miesen Kampagne beteiligen, diejenigen, die mitmachen, die aktiv mitmachen oder die durch Unterlassen mitmachen. Wir können und wir werden Ihnen zeigen, dass wir stärker sind. Wir werden, während alles entspannt ist, alles sich entspannt, frei und locker hier leben möchte und uns ein Anschein vermittelt wird, dass wir ein normales Leben zurück hätten, werden wir weiterhin auf der Straße sein. Ja. Unser Leben ist auch jetzt noch nicht wieder in Ordnung, überhaupt nicht in Ordnung. Wir sind auch jetzt nicht frei. Wir hängen in der Luft und wir warten auf die Entscheidung des Gesundheitsamtes, sind abhängig gemacht worden von deren Wohlwollen. Wir machen das nicht mit. Wir setzen uns ein für eine freie Impfentscheidung, auch im Gesundheitswesen. Wir werden weiter demonstrieren, wir werden informieren, wir werden Mahnwachen vor den Kliniken abhalten, wir werden Briefe schreiben an unsere Arbeitgeber, wir werden Briefe schreiben an die Politiker hier. Wir werden uns nicht kleinkriegen lassen, wir werden nicht zuschauen und abwarten, wann der Mitarbeiter im Gesundheitsamt endlich entscheidet, dass wir nun doch entbehrlich sind.
Wir werden es schaffen. Wir sind viele, wir sind im Moment nicht so viele hier, aber wir sind im Rhein-Neckar-Kreis 6.500 ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen. 6.500. Und wir können das schaffen. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen aktiv bleiben, wir müssen weitermachen, bis nicht nur diese Impfpflicht, die jetzt nicht gekommen ist, weiter nicht kommt, sondern bis auch die, die wir schon haben im Gesundheitswesen, endlich abgeschafft ist. Wir werden den ganzen Sommer weitermachen. Manche fragen uns, wieso wir immer noch hier demonstrieren. Ist doch alles wieder gut. Wir haben doch wieder alles erreicht. Schönes Leben. Wir haben schon einiges erreicht, aber wir haben noch nicht die Freiheit, die wir vorher hatten, wieder zurück. Und die werden wir kriegen. Und wir werden hier bleiben. Jeden Mittwoch, ob wir 10 sind, 20 sind, 400 sind oder 1000 wie schon mal, ist ganz egal. Wir sind hier und wir sind den ganzen Sommer über da und im Herbst direkt wieder bereit. Weil das wird weitergehen. Danke. Was ich vorhin vergessen habe, ich habe vergessen, mich beim Herrn Xavier Naidoo zu bedanken. Also hiermit bedanke ich mich auch beim Herrn Xavier Naidoo. Okay. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr alle heute zahlreich hier wart. Wie die Annette gesagt hat, egal wie viele, Hauptsache wir sind hier, auch wenn wir nur eine Handvoll sind. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Und wir werden nicht aufhören. Ich habe es vorhin auch gesagt und das meine ich auch wirklich so, wer nach diesen 2 Jahren, nach dem, was man alles uns angetan hat, und das ist wirklich, die haben uns einiges angetan, die haben uns bedroht, ihr wisst es alle. Wer nach diesen 2 Jahren noch impffrei hier rumläuft, hat Eier aus Kruppstahl. Und das bleibt auch so. Und ich habe vorhin auch gesagt, eine 14-Jährige, eine 15-Jährige oder eine 16-Jährige, die immer noch impffrei rumläuft, hat mehr Eier als diese ganzen Herrschaften in Berlin und bei WHO oder keine Ahnung wo. Also diese Kinder haben mehr Eier. Ich hätte jetzt, der Achim möchte noch was ankündigen. Unser lieber Landesvater kommt am 29. April, das ist ein Freitag, kommt er zur Eröffnung der Festspiele nach Schwetzingen. Ich bin mir sicher, dass er sich sehr freuen würde. Um 18 Uhr geht's los im Rokoko-Theater im Schlossgarten. Ich bin mir sehr sicher, dass er sich freuen würde, wenn die Aasgeier, die er rief, auch mal zu ihm kommen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass jemand noch Versammlungen anmeldet. In diesem Sinne, aber ihr könnt natürlich auch einfach so mal wieder auch den Schlossgarten besuchen, der ist sehr, sehr schön. Vielleicht ist sogar der Eintritt frei an dem Tag, bin ich mir nicht sicher. Ansonsten ist der Schlossgarten immer einen Besuch wert. Ich wiederhole, Kretschmann, unser Landesvater, kommt am Freitag, den 29. nach Schwetzingen um 18 Uhr. Die Aasgeier mag er sehr gerne. Kommt vorbei! Wahrscheinlich dürft ihr auch alle mit ihm ein Foto machen und ein Headshaking machen, wenn ihr als Mao auftritt. Also das mag er sehr gerne, der ist ein sehr großer Fan von Mao und ja, kommunistische, maoistische Ideale. Also wenn ihr auch Lust habt, als Mao aufzutreten, das mag er, das schätzt er sehr, 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 sehr. Also nochmals, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und hiermit beende ich unsere Versammlung und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr. Hier vor Ort, da geht ja der Spaß weiter. Schönen Abend und wieder nach Hause.